Moin moin miteinander, wir sind zurück und spielen wieder eine kleine Runde Neverwinter. Ja, wir sind auf dem Never-Death-Friedhof immer noch. Was sagen unsere Quests? Einmal kurz nachgucken. Ja, da haben wir so einiges. Mit Mina über das Ritual sprechen. So, Knochenträger töten. Aha. Knolle. Ich glaube, das und das hier. Rote Rituale und Knolle klatschen sind wohl eher Sidequests. Ich finde mal, das hier ist die richtige Quest. Gehen wir erstmal hier hin. Und ich hoffe mal, dass wir diese beiden einfach, ja, quasi im Vorbeigehen erledigen. Ich will einmal kurz noch in den Laden. Ich glaube nämlich, ich hatte noch was im Inventar, das ich einfach mal loswerden möchte. Was ist hier los? Kopfgeld auf alle, Nekromant! Ach so. Informant. Alles klar. So. Du. Zu dir wollte ich. So, ja, das kommt später, wenn wir aufgestiegen sind. Und das hier. Ja, schöner Ring. Kann ich nicht benutzen. Erholung möchte ich auch eigentlich eher nicht. Weg damit. So. Dann laufen wir mal los. Ah, Moment. Bevor wir loslaufen. Wow, aufgestiegen. Haha. Gabe der Vitalität. Okay. Ja, dann können wir. Moment mal. Können wir ja den benutzen. Verteidigung, Regeneration, kritische Treffer. Ist in allen Dingen überlegen meinem jetzigen Kopfschmuck. Und er hat sogar noch einen Platz, dann heißt das, wir verzaubern ihn sofort. So, mit einer wilden Verzauberung. Das ist ein Unterstützungsplatz. Unterstützungsplatz. Goldfinderfähigkeit. Ja. Was haben wir denn noch hier so? Licht. Goldgewinn. Ruhmgewinn. Rüstungsdurchdringung. Ja, das wäre vielleicht was. Erfahrungsgewinn ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Könnte ich vielleicht ein kleines bisschen aufholen. Ja, das machen wir mal. Kopfgeld auf hier, komm. Alle, Nekromant. Erfahrungsgewinn. So. Sehr fein. Dann können wir noch ein bisschen was verkaufen. So. Weg damit. Sortieren. Und auf Wiedersehen. Jetzt aber nichts wie los. Nicht weiter Zeit verschwenden. Belohnungen für den Kampf gegen die Kommanden und uns. Ein Nekromant hat meinen Vater als Zombie auferstehen lassen. Mit dir sollen wir doch reden, oder nicht? Sucht ihr den Beistand von Kellenburg? Ja, auch. Die Pflicht eines Lehnlinkers. Ich freue mich, dass ihr mein Wächter für dieses Ritual sein werdet. Die Macht von Kellenburg wird mich vor den Untoten schützen, während ich das Ritual durchführe. Aber ich kann es nicht durchführen, wenn ich mich verteidigen muss. Also ist es eure Aufgabe, mich zu schützen, während ich mich auf die Riten und Gebete konzentriere. Wir treffen uns dann gleich am Galgenbaum. Ja, wir treffen uns am Galgenbaum. Auf Wiedersehen. So, so. Auf zum Galgenbaum. Ja.
Eigentlich müsste man jetzt ja ein bisschen was singen, ne? Wenn man schon so einen langen Weg hinter sich hat. Oder vor sich hat. Xavier hatte doch mal irgendwann so ein Lied, ne? Und dein Weg wird kein leichter sein. Und er wird lang und schwer. Oder irgendwie so. Na gut, ich bin nicht wirklich der Sänger. Ich möchte einfach nur zum Galgenbaum. Also vielleicht keine Mobs hier anziehen. Ich bin ja wirklich gespannt, was jetzt gleich kommt, ne? Das sieht so finster aus. Mit dem Segen der Götter. Mit dem Segen der Götter. Oh. So, einmal schnell hier hin. So, da hinten steht sie schon, diese Mina. Fein, fein. Ich wollte mal kurz... Gefährten. Ah, ich habe jetzt nicht ausgebildet. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof. Sie können schon viel höher sein. Aber das dauert mittlerweile so lange. Ja. Wir werden sie ausbilden, wenn wir mit der Folge fertig sind. Oder mit den nächsten Folgen. Mal gucken. So. Wollen wir erstmal auskundschaften? Oder... Nö, machen wir nicht. Das ist er. Das ist der Ort. Ich spüre die böse Macht, die vom Baum ausgeht. Wir müssen die Tayana davon abhalten, ihn zu benutzen. Wie gesagt, ich kann mich zwar selbst vor den Untoten beschützen, während ich das Ritual durchführe, allerdings komme ich dann eben mit dem Ritual nicht voran. Daher ist es eure Aufgabe, Angriffe auf mich zu verhindern. Ja. Alles klar, verstanden. Ich muss die Rituale mehrere Male an verschiedenen Stellen wiederholen, um den Ort vollständig zu säubern. Auf geht's. Folgt mir. Lauf. Ich soll dir doch folgen. Na, oder folgt sie mir? Sie hat doch gesagt, folgt mir. Ja. So. Ich muss also dafür sorgen, dass sie nicht angegriffen wird. Hallo, ihr Schufte! Ah, ein Koloss. Stirb! Ah, die nächsten kommen schon. Nein, lasst sie in Ruhe. Das Ritual ist fast fertig. Lasst sie in Ruhe. So, einer geschafft. Jetzt läuft sie schon wieder eine blöde vor. Das war so nicht abgemacht. Ach, was soll's. Zweite reinigen. Abgeschlossen. Oh, ich krieg gerade mächtig auf die Mütze.
hier. Was ist denn hier los? Komm, stirb. Juhu! Nein, noch eine. Ah. Das ist ja fein. Wer steht denn hier? Okay, das ging dann letztendlich doch schneller als gedacht. Hier liegt noch ein Arm, noch ein bisschen Geld. Wer seid ihr denn? Ich bin frei, ich bin frei. Das ist ja schön, dass ihr alle frei seid. Hey, lauf nicht weg, lauf nicht weg. Ich will mit dir reden. Na gut, vielleicht redet sie mit uns, nachdem wir unsere Belohnung geschnappt haben. Annehmen. So, Belohnung abholen, abgeschlossen, danke. Ja. Boah, weg hier! Ich kann mich nicht bewegen. Hallo? Was war das denn? Das war jetzt echt komisch. Zwei Mobs sind irgendwie gespawnt. Ich konnte mich nicht bewegen und dann sind die Mobs wieder weg. Sehr merkwürdig. Zauberei, könnte man meinen. Fiese, finstere Zauberei. Aber... irgendwie... Moment. Ich habe mir doch noch lange nicht alles erkundet, oder? Oder doch? Machen wir mal eine kleine Runde. Ich bin einfach so ein bisschen neugierig gerade. Soll das etwa schon alles gewesen sein mit dem Galgenbaum? Ja, es war's aber tatsächlich schon. Also viel mehr ist hier nicht. Können wir einmal hier noch rumlaufen und das war's. Ja. Was ist denn hier los? Warum machst du das jetzt alles nochmal? Die Gegenwart des Bösen ist stark an den Wurzeln dieses Baumes. Ach, wahrscheinlich bleibt sie jetzt einfach hier und wird jetzt hier immer schön, das Ganze segnen und die Mobs, die hier spawnen, sind dann alle immer sofort tot. So kommt mir das jedenfalls vor gerade. Naja gut. Wir müssen uns das nicht weitergeben. So. Ich sehe auch gerade, die Aufnahmezeit ist vorbei. Das heißt, ich danke mal wieder allen fürs Zuschauen. Wir machen hier jetzt einen kleinen Cut und in der nächsten Folge geht es weiter mit irgendeiner anderen Quest. Bis dann sage ich danke und bis bald.